Es ist Mittwoch, der 1. November 2023, 15 Uhr und wir haben eine Stunde Zeit für Markttechnik, die Analyse, date Handeln, Wunschanalyse, was machen die Märkte und so weiter und so fort. Hier ist Berlin, hier ist Jan Scharnowski von XDB. Willkommen beim Broker Nummer 1. Gerade gestern 9 erwartet in Deutschland verdient bekommen. Bester Forex-Broker in Deutschland 2023 laut Brokervergleich.de-Webseite ist XTB. Vielen Dank, falls auch Sie für uns gestimmt haben. So, wir legen los wie immer als hochregulierter Broker. Regulierung zu Ihrer Sicherheit, natürlich mit einem Risikohinweis. Es geht bei uns auch um Forex und CFDs. Wenn es um Forex und CFDs geht, Sie haben einen Hebeleffekt und der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinnmöglichkeiten leider aber auf die Handstrategie nicht aufgehen sollte und auf der Falschseite vom Markt wären die möglichen Verluste. Wenn Sie Starter sind, starten Sie bitte immer mit einem Demokonto und machen sich im Demo-Modus mit dem Trading, dem Hebeleffekt und Ihrem persönlichen Risikomanagement ausreichend vertraut, bevor Sie im echten Geld weiter traden. Auf zwei Folien haben wir die wichtigsten Dinge hinterlegt. Noch ausführlicher in den AGBs auf der Webseite xdb.com /de. Da können Sie alles in Ruhe nachlesen, wenn Sie denn möchten. Wir sind in Berlin. Wir sind umgezogen vor wenigen Wochen von Frankfurt nach Berlin. Die FinTech zieht immer mehr nach Berlin. Ich bin auch Berliner, die Hauptstadt, viele viele Vorteile. Wir grüßen Sie. Telefonnummer hat sich geändert. Alte Frankfurter Telefonnummer existiert nicht mehr. Die neue sehen Sie hier. Können Sie sich merken, müssen Sie aber nicht. Auf der Website natürlich immer alles leicht zu finden. E-Mail-Adresse natürlich unverändert. Ja, gestern neuen Award bekommen. Der ist noch nicht auf dieser Folie drauf, aber die anderen drei, die in Deutschland schon geflossen sind. Brokerwahl, der wichtigste und größte Award in Deutschland in der Branche, haben wir Platz 1. DKI, Fuchsbriefe und gestern dazu bekommen auch noch einen Award. Vielen Dank nochmal dafür. Gute Leistung zahlt sich aus. Willkommen bei der Nummer 1. Und damit Sie genug Argumente haben, um auch zu sagen, wenn Sie mal gefragt werden, wer ist die Nummer 1? XDB, Zielspread 0,8 Punkte in der langen Handelszeit von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends. Ich habe gerade erfahren, ein anderer Broker, der auch lange Jahre 0,8 hatte, hat jetzt 1,2. Also wenn Sie DAX-Trader sind, Sie wissen, wo Sie günstiger traden können. So, das war es aber auch schon von mir. Wir wollen ja auf die Märkte schauen und damit übergebe ich zum Hauptmoderator und dem Experten Jochen Schmidt. Ja, hallo Jens und ein herzliches Willkommen in die Runde, liebe Traderinnen und Trader. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich schnapp mir gerade hier den Bildschirm und wechsle rüber zur X-Station. Sieht man das so, Jens? Ja. Aber ich glaube, den Risikohinweis sieht man ja, gerade. Okay. Na, ah, 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 den hatte ich aber gerade eben noch gewählt, beziehungsweise. Hatte ich offen? Oh Gott, ja, ist da, Lass mich. da ist er, aber ich kriege ihn nicht nach vorne. Das ist doof. Aber ich versuche es nochmal über clickmeeting.com. Warte mal. Ja, der Kampf, der Kampf. So, nochmal. Ich versuche nochmal den Bildschirm zu teilen und zwar den gesamten Bildschirm, wurde mir gesagt. So, jetzt müsstet ihr den Risikohinweis sehen. Auf diesem Monitor. Ja, genau. Okay. Jetzt wechsle ich zur XD. Und da ist es. Gott sei Dank. Ja, ein herzliches Willkommen bei der Nummer 1. Jetzt habe ich falsch geknickt. Ich habe aus Versehen auf dein Mikro Sturm geschalten. Ich wollte mein Sturm schalten. Ich kriege es jetzt aber nicht zurück. Du musst es nochmal machen. Wir kriegen es hin. Hm. Gibt auch ein Fachwort dafür: Fettfinger. Ja, ja. <laughs> Wenn man statt 1000, 100.000 machen wollte, ist mir jetzt auch passiert. <laughs> mein Mikro, deins aus Versehen erwischt. Jetzt wird es aber alles klappen. Ja, ungefähr wie mein Short Trade hier im Dow Jones. Der will auch nicht so richtig. Nee, aber jetzt weiß ich nicht, was man gehört hat oder nicht gehört hat. Ich habe gesagt, ja, wir kommen bei der Nummer 1. Ich bin stolz darauf, bei der Nummer 1 auch hier zu moderieren. Nochmal ein herzliches Willkommen in die Runde, liebe Traderinnen und Trader. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist ein Analyse-Webinar. Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Märkte, nicht unbedingt auf dem Live-Trading. Und ähm, äh, an der Stelle ist er eines bemerkt. Die Amerikaner sind uns gerade eine Stunde voraus. Das heißt, der Dow Jones hat schon eröffnet. Deswegen habe ich hier einen Trade laufen, den ich allerdings auf einer weit höheren Zeiteinheit hier führe. Also, was ich gerade eben versuche, ist eine sehr aggressive und auch risikoreiche äh, Art und Weise, ähm, wie man, ähm, sag ich mal, äh, versuchen kann, den Markt von der Gegenseite anzugehen. Und ich brauche noch mein Zeichentool. So, das ist jetzt da. Jetzt haben wir langsam wirklich alles, lieber Gott. So, und jetzt kann ich auch zeichnen. Ähm, ja, also, ich versuche hier nochmal, wie schon gesagt, ein Hochzufischen, ne? dass der Dow Jones nochmal in diese Richtung eindreht oder zumindest in diese Richtung eindreht. Man erkennt auch schon, es ist recht riskant, ja, die ganze Geschichte, weil eigentlich stehe ich gegen einen Aufwärtstrend hier im Dow Jones. Aber ähm, das Argument oder ja, die Rechtfertigung für diesen Trade kommt über die groß groß -Wetterlage, wenn man so will. Das ist So, will uns jetzt das Internet verabschieden. Ich hoffe, es liegt nicht nur an mir. Wir haben den Jochen verloren. Könnte sein, dass es ein lokales Internet ist, weil mein Internet ist eigentlich stabil. Das ist live. Wir müssen jetzt ganz gut warten. Hoffentlich ist der Jochen gleich wieder da. Sorry dafür. Willkommen in Zentraleuropa, wo es alles gibt, außer stabiles Internet. So, ich hoffe, Sie können mich noch hören. Ich habe gerade kurz mit Jochen telefoniert. Irgendwas steht auf der Leitung, was auch immer. Er geht jetzt kurz raus. Dann ist er hoffentlich gleich da. Ich hoffe, Sie können mich noch hören. Es ist einfach manchmal mit der Technik ein Kampf. So, jetzt bist du wieder da, wir können dich hören. Ja, jetzt probieren ja. wir um nochmal Bildschirm zu sharen. Wahrscheinlich werden wir nie rausfinden, woran es liegt. Oh, oh, Internet war hab, bei uns beiden <laughs> irgendwie <Gitter>. da. Ich <laughs> habe ein anderes Hintergrundbild genommen, weil es, ich, ich muss das, sagen, es, ner es nervt ist, mich so, ja, dass ich hier unter der Treppe sitze und sehe jeder sehen kann. Aber bitteschön, bei dem Tool ist das halt so. Gesamter Bildschirm, nochmal von vorne das Ganze. Also ich bitte um Entschuldigung, weil Internet geht bei mir, alles ist gut, ja. Und jetzt müssen wir auch hier die, die, die Trade Station sehen. Ne? Ja. Tun, okay. Ja. okay. Ja, liebe Traderinnen und Trader, nochmal von vorne. <laughs> so, aufs Vollbild. Ähm, ich habe nochmal erklärt, warum ich diesen Trade mache. Und äh, bei diesem Trade ist ein Problem, nämlich ein Stop-Problem. Der Stop müsste eigentlich hier hoch. Das ist natürlich viel zu weit oder vielleicht hierhin, ja. Warum? Ich handle auf dieser Trendgröße in die Trendrichtung. Die sich gerade in der Korrektur befindet. Und das ist das Problem letztendlich, dass, denn das Ding kann einfach nach oben durchlaufen. Das heißt, das Risiko bei dem Trade liegt eben darin, dass ich noch kein richtiges Abwärtstrendsignal habe, was ich nutzen kann. Stattdessen greife ich vor, dass die Korrektur irgendwann in die Abwärtstrendbewegung einmündet. Und mit solchen Trades hat man halt oft Probleme, wenn sie nicht anlaufen. So. Und sie erkennen, Stop-Level auf der Trendgröße wäre viel zu weit weg, deswegen bin ich ran. Dennoch ist aber ein stop hier drin. Das ganz kurz nochmal zum Charakter des Webinares. Ich mache es jetzt nicht unbedingt live Trading äh, im Sinne von, ich mache nur noch Gewinne. Ich zeige auch manchmal Trades, die nicht so gut sind, wo ich selber weiß, die Signallage ist noch nicht da. Und vielleicht bringt Ihnen das etwas, gerade wenn man nochmal markttechnisch die Trendgrößen betrachtet. Aber. Ich mache auch eine Analyse zum Dow Jones, das machen wir jetzt gleich. Und zwar gehe ich dazu aufs ganz große Bild nochmal, damit wir die große Historie sehen, wie es die Behörden wollen, und bleiben kurz nochmal auf dem Daily. Wenn man den Markt so zusammenzoomt, erkennt man, hier hat ein Trendwechsel stattgefunden. Von einem Aufwärtstrend, der da, in, in einen Abwärtstrend. Das ist für mich also wirklich ein aussagefähiges Gegensignal. Das heißt nicht, dass der Markt auf Null fallen muss. Aber es heißt, dass die, die Verkäufer im Moment wirklich dominieren. Man sieht das auch hier: ne? eine gute Trendbewegung runter. Man schlägt auch ein wichtiges ehemaliges Tief des Aufwärtstrends weiter links. Und somit, was also hochkommt, ist nur die Korrektur. Wie schon gesagt, die Problematik liegt darin, wenn der Markt weiter hochzieht, habe ich natürlich hier, ja, zahle ich ein. Dreht der Markt allerdings aus der Korrektur nochmal in die Abwärtstrendbewegung, dem messe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit bei, aber durch die fehlende Signallage ist nochmal dieser Trade etwas grenzwertig. Das also zum Dow Jones, wir haben einen Abwärtstrend, ganz klar, ja, und solange nicht die Korrekturhochs, die ganz großen hier oben überschritten werden oder untergeordnet, ein richtiges Gegensignal entsteht, also sprich sowas, richtig deutlich zu sehen, bleibt der Markt für mich auch hier im Abwärtstrend. Liebe Trader und Trader, ein Abwärtstrend heißt nicht nochmal, der Markt muss jetzt auf ewig nur noch fallen. Die Gründe, dass ein Abwärtstrend vorliegen, interessieren mich auch nicht. Ich sehe aber, welche Seite dominiert und ich versuche mich in diese reinzustellen. Das kann man eleganter machen, aber gucken wir mal, was dabei herauskommt. Jens, ich würde gerne, bevor es zu den Wunschmärkten kommt, würde ich gerne einen Blick definitiv auf Gold und auf den DAX werfen, wenn es okay ist. Gerne. Und zur Einordnung, man ist immer wieder irritiert, warum denn Dow Jones USA nicht 15:30 aufmacht, ja. weil wir schon die Winterzeit haben und Amerika ist ein bisschen später dran und deswegen halt immer. Für wenige Wochen, wenn die Uhr umgestellt wird, unterschiedlichen Erdteilen ist halt immer ein kleiner Unterschied. Das als Info nochmal, dass wir das wäre es alles nicht vergessen. Und dann die Märkte, die du möchtest, lieber Jochen. Genau. Jetzt bin ich richtig angefressen, weil das habe ich vorhin nämlich gesagt, als mein Mikro aus war. Da hast du mich still gemacht, obwohl ich genau die Info gab, ja, dass die Amerikaner im Moment in Anführungsstrichen eine Stunde voraus sind. Das heißt, Dow Jones hat schon offen. Ja, wie sieht es im DAX aus? Hm. Ähm, haben wir denn einen Aufwärtstrend? Haben wir denn einen Abwärtstrend? Und auch hier ist die Analyse relativ einfach auf den hohen, ich sage mal Zeiteinheiten respektive Trendgrößen. Wir sehen hier den Aufwärtstrend noch lange, lange Zeit. Ne? Da kam noch mal ein höheres Hoch gemacht hier. Jetzt kommt der erste kleinere Abwärtstrend rein, der aber in diesem Bereich finde ich schon deutlich geformt ist. Der Markt drückt sich auch weiter nach unten durch. Wir sehen hier eines der letzten großen Tiefs des Aufwärtstrends. Und wenn man mal genau hinguckt, sieht man ne. Kurz vor dem Tief oder fast punktgenau auf der Schwelle. Ähm, Im Moment bremst der Markt. Viele Leute gehen her und lesen jetzt daraus ab: Oh, Jahresendrally, guck, der Markt steigt schon. Ich gehe gleich mal Long rein, weil jetzt muss die Reise nach oben weitergehen. Und hier gilt das gleiche Prinzip, wie ich es im Dow Jones vorhin erklärt habe: Solange ich einen Abwärtstrend hier sehe und solange der intakt ist, und Achtung, der ist intakt. Auch hier unten die kleinere Trendgröße, selbst wenn diese überschritten wird, wäre der kleinere Abwärtstrend vielleicht gebrochen, aber der große wäre nach wie vor intakt. Deswegen vorhin die Stoppgeschichte an den großen Punkt 3 zurückzunehmen, wäre eigentlich die sinnvollere Methode, aber der Abstand ist halt wahnsinnig weit und darin liegt der Fehler in dem Dow Jones Trade. Aber hier, wenn man geduldig ist und der Markt vielleicht hochkommen sollte, und erneut einen Abwärtstrend ausbildet, der das ist definitiv eine Setup-Lage. Der DAX befindet sich also auch in einem Abwärtstrend. Und solange die wichtigen Korrekturhochs, und das ist für mich ein wichtiges, nicht überschritten werden oder sich nicht ein deutliches, also nicht so was, sondern ein deutliches Gegensignal ausbildet, würde ich den DAX auch nach wie vor im Abwärtsmodus sehen. An der Stelle ganz wichtige Info. Nur wenn ein Trader sagt, ich sehe einen Markt im Abwärtstrend oder Aufwärtstrend, Heißt das nicht, dass man ständig jetzt in die eine oder andere Richtung Trades macht, sondern man versucht, in die Strömung hineinzukommen über Set-Ablagen, so wie ich es beim Dow Jones erklärt habe, wo noch gar keine da ist, wo ich also sehr riskant vorgreifend handle. Deswegen gucken wir uns den DAX von, von unten an oder von den kleineren Trendgrößen hier die mittlere. Und hier sehen wir, ne, der Abwärtstrend, der von oben runterkommt, das Teil hier. Achtung, das Überschreiten dieses kleineren Korrekturhochs ist zwar definitiv ein Bruch vom kleineren Abwärtstrend. Der Abwärtstrend an sich bleibt aber bestehen. Man kann das auch erkennen. Ne? Diese klassischen Phasen, wo du denkst, oh ja, ja, jetzt geht der Makler rüber und er schießt nur kurz und wird dann richtig abgetragen. Oft hört man dann, das wären sogenannte Fehlausbrüche und ich sage, es gibt keine Fehlausbrüche. Das ist eine Setup-Lage Und zwar genau von den Händlern, ähnlich wie ich im Dow Jones getradet habe, die von einer größeren Trendgröße in das Ding reinkommen und diesen Anstieg nur als Korrektur sehen. Das heißt, habe ich eben keinen deutlichen Wechsel, darf ich mich nie wundern, wenn ein kleiner Aufwärtstrend mal kurz hochgeht und dann zusammengeprügelt wird. Fehlausbruch ist nicht, ist ein Setup für andere Marktteilnehmer. Ja? Und deswegen, man erkennt auch hier das Charakteristikum eines Trendwechsels, also dass von unten heraus jetzt der Abwärtstrend rausgenommen wird. Das ist, sehe ich nicht, sehe ich ja nicht. Das ist das viel zu verhalten. Viel zu klein von den Bewegungen. Hier sieht es gar nicht mal schlecht aus, aber ich würde einfach vorschlagen, wir warten ab, ob DAX wirklich über diesen letzten Punkt 3 kommt. Da müssen wir gucken, wie er es macht. Oder ob der Markt nochmal zurückfedert und sich dann erneut aufbaut über einen zügigen, gut ausgeformten, optisch gut ausgeformten Aufwärtstrend, dann bin ich dabei zu sagen, okay, lass uns mal in die Long Richtung traden, von einer etwas mittleren oder längerfristigen Warte aus. Aber im Moment wäre ich hier extrem skeptisch. Ne? Okay, das zum DAX. Also keine Katastrophenmeldung. Wir haben einfach. Ein Abwärtstrend, der auch ganz normal verläuft. Das ist kein Crash und gar nichts. Ein Crash sieht anders aus, liebe Traderinnen und Trader. Da kommt der Markt mit Brachialgewalt. Ja, mit großen roten Kerzen kommt da runter gedonnert. Das haben wir nicht. Deswegen, für Panik gibt es überhaupt keinen Grund. Und gerade in der Intraday-Spekulation oder auch in, in Swing Trading ist das hier immer noch etwas, wo man sagen kann, warten wir doch mal ab, ob sich entsprechend was ausbildet oder nicht. Von meiner Seite würde ich gerne auch noch Gold besprechen. Hier aufs ganz große Bild. Uh, hier. Man, wir sehen, es ist ein Aufwärtstrend. Es ist schwierig hier, wenn man jetzt hergeht und sagt, oh, wie mache ich denn das? Wie zeige ich nicht den Trend? Im Endeffekt ganz easy natürlich immer von der größten Trendgröße ist die da. Und das im Endeffekt ist nichts anderes als eine Korrektur. Korrekturen müssen nicht immer nach unten gehen. Korrekturen können auch in die Breite gehen. Und das ist oft ein Problem, ähm, gerade für trendfolgende Trader. Äh, man merkt es meistens erst zu spät. Wenn der Markt seine Steigung verliert oder sein Gefälle, je nachdem, was für einen Trend man vor sich hat. Dennoch erkennt man, wenn man genau hinguckt, untergeordnet hier ist ein Aufwärtstrend drin. Solche Dinge nehme ich nie groß verlässlich. Also, wenn das so eingebettet ist in so einem Klumpatsch da. Allerdings, was halt wirklich ins Auge sticht, ist der Part, dass dieser kleinere Aufwärtstrend da ist, die Korrektur den auch leben lässt, aber wirklich minimal. Und jetzt roms sind die Käufer da. Also, hier ist eine richtige starke Kaufbewegung am Gehen. Und äh, wenn man die aus der Nähe anschaut, erkennt man auch, ja, es scheint so, als dass hier die Dominanz im Markt sich wirklich verändert hat. Und äh, man kann es hieran erkennen: ne? klassischer korrektiver Abwärtstrend braucht lange. Hier kriegt er richtig schön Fahrt. Hier war ich noch der Meinung zu sagen, okay, wenn das so weitergeht und die Korrektur reinkommt, du, oh, da könnt durchaus runterrutschen. Ähm, daran erkennt ihr, ich habe auch keinen Blick für die Zukunft. Und hinterher kann man immer ganz leicht sagen, warum war es oder wie der Markt gemacht hat. Deswegen, ich bleibe einfach bei den Preisausformungen. Und was ich hier erkennen kann, ist aber ein astreiner Trendbruch auf allen Korrekturhochs, die der Abwärtstrend hat. Da ist es ein richtiger Runner hier durch. Der Abwärtstrend ist raus. Ganz klar. Gilt nicht mehr. Und stattdessen haben wir einen Aufwärtstrend, der aber extrem steil ist. Ich meine das Ding hier. Ne? Extrem steil. Warum betone ich das? Ganz einfach. Extrem steile Anstiege können auch mal extrem schnell runterkommen. Ne? Allerdings, was hier wirklich Mut macht, ähm, dass es jetzt nicht äh, was ich, zu einem Zusammenfall kommt, ist richtig die Ausformung hier. Ne? Ihr seht das. Also die kleinen roten Kerzen zähle ich jetzt nicht als Korrektur. So, erst das da ist eine gescheite Korrektur. Der Markt zieht hoch, kann also ans große hoch durchaus weiterlaufen. Bremst zu meiner Enttäuschung, ich muss sagen, also wenn schon so ein Short Squeeze, Reversal oder V im Markt ist, dann bitteschön soll es auch rennen. Stattdessen kippt der Markt nochmal runter, wird aber wohl sofort wieder gekauft. Also hier könnte eine Art Verschachtelung stattfinden, die Entspannungsverhältnis aufbaut, wo man durchaus sagen kann, okay, auch wenn das relativ steil ist, hmm, also wenn das tief hält. Könnte es durchaus passieren, der Markt zieht nach oben. Und das ist zum Beispiel jetzt ein Markt, der mich wirklich interessiert. Dow Jones und DAX weniger. Sicherlich kann man die immer handeln, vor allem wenn man nah am Markt dran ist. Aber das hier, da bildet sich was, was mich wirklich interessiert. Und zwar dann auch für längerfristige Trades. Weil längerfristige Trades bringen mir im Endeffekt viel mehr Punkte. Und wenn ich es eben schaffe, einen längerfristigen Trade durchzuhalten, äh, mit einem immer gleichbleibenden Risiko. Dann ist der Ertrag von dem langfristigen Gewinntrader natürlich ein Vielfaches des Risikos. Und diese Trades kommen nicht oft, bringen aber das Konto nach vorne. Das heißt, mein Blick ist also immer darauf gerichtet, ob ich irgendwo eine Setup-Lage finden kann, wo ich vielleicht davon ausgehen kann, na, gute Wahrscheinlichkeit, dass hier richtig Druck reinkommt. Ne? Das wäre also sehr wünschenswert. So, aber was erkenne ich denn jetzt, wenn ich den Unterbau des gerade Besprochenen anschaue? Da muss ich sagen, uh -uh, ich sehe einen Abwärtstrend. Oh, oh. Der kleinere ist zwar raus, aber das wäre keine Stelle für mich, um long zu gehen. Wie müsste es aussehen, damit ich long gehe? Ihr wartet mal, ich schiebe es ein bisschen nach links, das Ding. So müsste es aussehen, damit ich sage: Oh ja, jetzt aber gib eben. Entweder so. Ja, eigentlich nur so. Wenn der Markt weiter hochsteigen sollte, soll das. Ich will, das ist mir völlig egal. Aber hier, wo wir jetzt gerade sind, ist eben eine Wahrscheinlichkeit groß. Nicht Gewissheit, sondern eine Wahrscheinlichkeit. Nämlich, dass der Markt nur in der Korrektur des Abwärtstrends steckt und von oben nochmal nach unten gedrückt wird, entweder um von dort zu steigen oder dass er durchmarschiert. Es ist keine gute Stelle, um long zu gehen. Also es muss ein Trendwechsel her, dann reden wir weiter. Wenn der Markt durchsteigt, dann habe ich Pech und bin ich dabei. An der Stelle ist eine wichtige Info, viele Trader bemessen dann, sage ich mal, wenn dann der Markt innen wegläuft, denken sie oder bemessen sich selber als... Ähm, sag ich mal, nicht geeignet oder als fehlerhaft oder das Schicksal hat sich gegen sie verschworen. An der Stelle möchte ich einen Tipp geben. Wenn ihr oder sie, wenn er beginnt, das Ding hier einfach als Arbeit zu sehen, ja, äh, wenn ihr Tausende von Trades gemacht habt, wenn ihr mehrere Jahre schon dabei seid, ähm, ist es jedem erfahrenen Trader klar, du kannst A, nicht jeden Markt ständig mit Gewinnen nach Hause holen, du kannst auch nicht jedes Setup im Markt handeln. Das heißt, wenn, man, wenn einem am Markt wegrennt, weil man kein Setup gefunden hat, ist das nichts Schlimmes, es ist Teil der Arbeit. <laughs> Wenn man allerdings bei seiner Setup-Suche bleibt und qualitativ hochwertige Trades versucht zu machen, ähm, ist es eigentlich auf die lange Sicht völlig wurscht, ob ihr mal einen Verlust habt oder mal ein Trade euch entgangen ist. Ja, Es ist ungefähr so, du kannst die Schlacht verlieren, aber doch lange nicht den Krieg. Ja, So kann man das sehen. Also in Gold könnte was werden, im Moment allerdings von meiner Seite kein Trade im mittelfristigen oder langfristigen Bereich. Und an der Stelle gebe ich an den Jens zurück. So, dann haben wir viele, viele Wunschmärkte heute. Okay. Bitcoin hm. zur Analyse bitte. Bitcoin. Ja. Äh, habe ich hier auch auf der Liste. Ein Aufwärtstrend, ganz klar, schießt ohne Ende. Hätte ich ich hätte es nicht erwartet, ganz ehrlich. Bin echt überrascht worden. Also ein Markt, wo man die Bewegung wirklich weggelaufen ist. Bitcoin hat halt ähm, das Charakteristikum, dass es monatelang in der Korrektur steckt was jetzt den kurzfristigen Handelsstil sehr erschwert. Außerdem, ein kurzfristiger Handelsstil wird meistens auf den kleineren Trendgrößen durchgeführt, was in Bitcoin schlecht möglich ist, wenn man einen Stop-Loss benutzen möchte. Ja, da wird es dann echt zum Problem. Aber wir halten fest, rein der Analyse, ganz easy, hier auf dem großen Bild nochmal, damit die Behörden zufrieden sind. Wir haben einen Aufwärtstrend, hier untergeordnet ist er drin, ja. Und abgebildet wird er auf dem Daily-Chart auch wirklich durch das klassische Charakteristikum Dreckige Marktphasen wie hier oder hier dauern ewig, nur Lunden und Dochte. Der Markt geht hin und her, wird aber dann schlagartig abgelöst durch eine Trendbewegung, die zügig glatt und sauber ist. Ja, viele, in diesem Fall Dollars, in kurzer Zeit. Die Kerzen sind gut gestaltet, wenig Lunden, wenig Dochte. Also ganz anders als hier oder hier. Auch hier die Trendbewegung astrein sauber. Auch hier die Trendbewegung astrein sauber. Vielleicht wird der eine oder andere erkennen, wo die Problematik in dem Markt steckt. Natürlich wollen wir die Trendbewegung haben, als Trendfolger. Ne? Hier unten diese Setup-Lage, obwohl es ein Setup für mich ist, eine meiner favorisierten, habe ich wegen dem ganzen Zusammenhang nicht wählen wollen. Also ist mir die Sache entgangen. Jetzt steht der Markt hier oben. Wir stehen deutlich über dem Punkt 2. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt, Achtung, viele würden sagen, das ist ein Keil, das ist eine Fortsetzungsformation, der muss weiter steigen nach oben, sage ich ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist mehr als gering. Selbst wenn der Markt weiter steigen sollte in der Nachbetrachtung, aber die Wahrscheinlichkeit im Moment da oben einzusteigen und langfristig viele, viele Tausende von Dollars weiterhin zu kassieren, die Wahrscheinlichkeit ist wahnsinnig gering. Stattdessen ist die Wahrscheinlichkeit immer höher, dass der Markt in eine Korrektur übergeht. Ihr seht das immer wieder, ne? der Markt schießt. Hier geht schon die Korrektur los, er schießt nochmal, jetzt kommt die richtige Korrektur. Lang geht das. Rums. Und jedes Mal, ich muss sagen, jedes Mal, nicht ein einziges Mal hätte ich hier reingefunden. Und deswegen, das ist ein Markt, wo Trader wirklich ganz langfristig drin sind. Bitte nicht verwechseln mit Investitionen, davon rede ich nicht. Aber das ist wirklich ein Markt, wo du ganz lang drin bist. Das klassische Run-and-Weg-Traden mit Stop-Losses, sage ich mal, Tagesspekulation, ist hier fast nicht machbar. Außer du hast die Trendbewegung und kriegst untergeordnet den Schub, den du brauchst, ja, dass du eben in den 1, 2, 3 Tagen, wo der Markt ein paar tausend Dollar rennt, dass du da halbwegs punkten kannst. Die Monate davor ist es fast nicht möglich. Lange Rede, kurzer Sinn, wer lang gehen will, ihr müsst selber wissen, ob ihr das Risiko hier oben eingeht. Ich würde vorschlagen, gesund wäre es, es kommt eine Korrektur rein, vielleicht bis hierhin, bis zum Punkt 2. Da muss man gucken, ob es neu aufbaut. Ja. Wer long geht, ein Stop hier hinlegt und damit leben kann, wenn er ausgestoppt wird, alles gut, dann macht das. Ich würde an der Stelle sehr, sehr ungern in den Markt gehen. Achtung, aus einer langfristigen Perspektive. Wenn ich näher rangehe, das wäre ja eigentlich die klassische Vorgehensweise, wenn ich einen Markt habe, der in einem Aufwärtstrend steht, der schon relativ weit oben, sage ich mal, gelaufen ist und hier aber die Korrektur noch mal mit dem Heranlaufen an das Hoch sag ich mal, ausbildet, dass man versucht, aus der Nähe vielleicht kurze Schübe zu handeln. Aber das Problem ist halt wieder Bitcoin. Ne? Korrektur geht halt in die Breite, wieder in die totale Breite rein. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir sind im Aufwärtstrend. Was ihr daraus macht, das muss, glaube ich, jeder selber wissen. Ihr merkt, ich zögere da irgendwie Begeisterung an den Tag zu legen, vor allem, weil es schon da oben steht. Ja, viele Bitcoin-Fans hassen mich, ja, weil ich jetzt Bitcoin nicht hochlobe oder irgendwelche Geschichten erzähle. Ich finde Bitcoin klasse, die Idee dahinter ist top, ja, aber nochmal für die Spekulation geht es mir nicht um Politik, um Politik oder um Fundamentaldaten gedöns. Es geht mir wirklich, wo steht der Preis? Denn die ganze Welt an der Börse arbeitet mit was? Nein, nicht Fundamentaldaten mit dem Preis. Die Hedger, die Arbitrageure, die Spekulanten, die Investoren, alle gucken auf den Preis. Nur der Trading-Anfänger, der guckt auf die Nachrichten. Also wir bleiben beim Preis und da habe ich einen Preis, der mir einfach nicht mehr gefällt. Jens. Wo soll ich jetzt hin? <laughs> Gucken wir auf Natgas, das Erdgas ja. Natgas. Schon wieder, jedes Mal dabei. Wo ist es? Äh, ich muss es laden, glaube ich. Warte mal, ich mach mal, mach mal hier Platz. So, Natgas. Jo, das müsste es sein. Okay. In wiederum in aller Munde. Gas aus Nigeria. Was weiß ich. Wie gesagt, ich achte darauf nicht. Ja. Ich möchte sehen, dominieren die Käufer oder dominieren die Verkäufer? Und ähm, ich glaube, in jedem Webinar, was ich gerade mache, ist derjenige dabei, der sich diesen Markt wünscht. Und ich habe auch den Eindruck, das ist so wieder das Typische: man hört woanders eine Empfehlung oder irgendein äh, YouTube-Finfluencer äh, hat sich was rausgepickt und redet da jetzt drüber. Und plötzlich fragt man dann andere Trader: äh, ist es was oder ist es nichts? Deswegen, ich muss euch eines ganz klar sagen. Ähm, Monatscharts, Terminmarkt, hier Netgas, braucht man nicht angucken. Auf dem Daily geht Und wir sind im Aufwärtstrend. Der Markt bewegt sich fast nur durch Lückensprünge. Hier schließt kein Tag auf dem, auf dem Level vom Vortag. Das bedeutet, ich habe einen Markt, der wohl eine gewisse Liquiditätsproblematik aus, aufwirft. Das heißt nicht, dass Netgas ein schlechter Markt sei, aber er hat ein bestimmtes Charakteristikum. Hier im Moment, wir haben einen Aufwärtstrend. Dieser Aufwärtstrend steht in einer Korrektur. Wartet mal, ich zeige euch das. So, also das Ding hier. Steht in der Korrektur. Es wäre cool, wenn der Markt von unten heraus jetzt nochmal starten würde und anders Hoch oder über das Hoch zieht. Ja? Gleichzeitig muss ich sagen, wenn ich das große Bild nochmal Markttechnik und Monatschart ne, in dem Terminmarkt, aber egal, wenn ich das große Bild mal heranziehe, dann muss ich echt eins sagen: da unten long zu gehen, weil ich jetzt der Hoffnung bin, dass die Party, die einst da drüben mal toll war, wieder loslegt. Ist ungefähr so, wie wenn du in Bitcoin auch seit zwei Jahren wartest, dass es wieder Rekordergebnisse gibt. Ich habe hier drin wirklich einen Trend, wo ich mir vorstellen kann, der relativ schnell zusammenkippt. Vor allem bei der illiquiden Struktur des Marktes und vor allem, sage ich mal, wenn man jetzt schon fundamental werden will, auch mit den fehlenden Informationsvorsprüngen, die ich als Trader in diesem Moment habe. Also, lange Rede, kurzer Sinn: Wer den Aufwärtstrend nehmen möchte, den ich gerade eben gezeigt habe, und ich zoome den bisschen mal zusammen, wird schnell erkennen, dass das kein klassischer Aufwärtstrend und Trendwechsel ist. Der Markt läuft einfach in die Breite. Hier haben wir einen richtigen Abwärtstrend gehabt. Jetzt kommt die erste Korrektur, die bricht in den Abwärtstrend. Er setzt sich nochmal fort. Und jetzt ist der Markt wirklich im Tandelmodus. Ich habe hier minimale Kinderkerzeleien. Hier hatte ich richtig Abladereaktion. Hier habe ich eine Trendlage. Das hier ist nichts anderes als Geplänkel, was gerade mal nach oben geht. Ich habe den Marktverklapp vor zwei Tagen schon besprochen. Wenn der Markt schießt, es mir recht sein. Erst aus der Korrektur wird sich zeigen. Ist das ein nachhaltiger Trendwechsel oder krepiert das Ding? Wer im Moment long gehen will und das Risiko, sag ich mal, legen kann, darf es gern versuchen. Ich mach's nicht. So sehe ich den Markt. Ja, Natgas. Schauen wir mal, wie er sich entwickelt. Jens, ich gebe an dich zurück. Ich reite nochmal auf die Winterzeit, Sommerzeit rum. Normalerweise gucken jetzt 15.30 Uhr auf USA. Da mhm. jetzt die ein bisschen später die Uhr umstellen, ist schon vieles gelaufen. Können gucken, müssen aber nicht. Danach wäre der nächste Wunschmarkt Tesla. Ja, lass mal sehen. Ja, ähm, immer gerne von mir besprochen, weil von der, von der Preisausbildung ist das ein sehr interessantes Teil. Und ähm, auf der World of Trading ja sogar mit, mit Rüdiger Born äh, war das ja auch zur Setup-Suche war da Tesla in unserem Vortrag auf der Hauptbühne, war ein Gegenstand, wo ich ja auch gesagt habe, ich lasse mal meinen Trade, den ich mitgebracht habe, ganz weg. Wir bleiben bei Tesla. Was halt interessant ist, wir haben einen Abwärtstrend hier drin. Einen richtig großen, ja. Der Aufwärtstrend wird zerlegt nach allen Regeln der Kunst. So, jetzt kommt ein neuer Aufwärtstrend rein. Der sieht gut aus. Wenn man allerdings die Trendgröße mal genauer betrachtet, ich habe hier das letzte Korrekturhoch des Abwärtstrends. War ein richtiger Sägezahn hier oben. Ne? So. Hier unten habe ich einen kleinen Aufwärtstrend, der hier in die Korrektur geht, gekauft wird und krepiert. Ich habe einen neuen Abwärtstrend in Tesla. Und wenn wir uns das Ding aus der Nähe angucken, wird es echt interessant. Weil die Signallage, die sich in Tesla gebildet hat, war sehr schön, muss man wirklich sagen. Nur die Groß-Groß-Wetterlage und bei Aktien macht die Sinn, also sprich große Zeithistorie, markttechnisch, muss man halt dazu sagen, wenn ich keinen richtigen Trendwechsel habe auf ganz groß, sondern irgendwo, sage ich mal, in den, in Anführungsstrichen, unteren Bereichen hier, ja, kann ich natürlich versuchen, diese Trendlage zu handeln. Ich darf aber nicht den Fehler machen, dass je weiter der Trend läuft, Achtung, hier ist der letzte Punkt 3, auf dem Abwärtstrend, dieser Aufwärtstrend ist auch viel kleiner als das da, dass solche Teile gern krepieren können. Ich habe nie gesagt, ich weiß genau, das geht schief. Das habe ich nicht gesagt, aber ich habe oft gezögert, weil die Bewegung, die nach oben ging, nicht mehr den Charakter trug wie hier, sondern immer durch kleinere Zwischenkorrekturen, sage ich mal, begleitet wurde und von oben einen kräftigen, sage ich mal, Hieb auf die Nase bekam. Die Käufer geben nicht auf und jetzt krepiert das Ding. Abwärtstrend auf klein, rutscht runter und jetzt haben wir hier auch einen gebrochenen Aufwärtstrend. So leid mir es tut, Tesla ist im Moment kein Setup. Punkt, fertig aus. Wer Short gehen will, ich weiß nicht, ob das ob das im Moment eine kluge Idee ist. Ich habe zwar hier einen Abwärtstrend, aber ich möchte eine gescheite Korrektur sehen, um Short zu gehen. Für Long Null Signal. Erst wenn der Markt im Aufwärtstrend ist. Aber nochmal, achtet auf diese Dinge. Manchmal habt ihr sehr schöne Trendausformungen auf der mittleren Ebene oder so, aber es ist immer wichtig, das übergeordnete Bild anzugucken. Immer wichtig. Und wenn da eben ein dominierender Abwärtstrend immer noch existiert, Werd ich vorsichtig? Je höher meine Trendlage kommt, die Wahrscheinlichkeit, dass dann oben eine reinkommt, wird immer größer, ja, in so einem Markt. Und das sieht man hier perfekt. Ne? Also Tesla von meiner Seite kein Long und auch kein Short. Ja. So Jens, das war von meiner Seite aus Tesla. Wo soll ich hin? So Aurubis NDA. Es ist Kürzel Aurubis. Okay. Ein Einzelwert zur Analyse bitte. A. U, Rubis? Au Rubis. Ja, okay. Au, Rubis. Du hast Buchstabiere bitte. Buchstabiere. A -U Anton. A-U-R. A-U- A -U A -U oder O? A-Anton otto Anton Udo Richard. Jetzt. Ida. Und dann Au-Rubis. Uh, oh, nee, nee. Uh -uh. jetzt habe ich falsch gemacht jetzt hast du mich äh, auch ein bisschen rausgebracht sorry, mein Fehler Anton, Udo, Richard, Udo, Bertha und dann haben wir es uh, ja. Uh, ja. das I weg und dann ah, uh, uh. uh, hier habe ich sie ja, Rubis, okay ja, manchmal äh, versteht man es einfach schlecht die ah, Einzelbuchstaben. Okay. <laughs> Wir sind live, dieser Schock am Anfang. Oh Gott. So. Okay, lass mal sehen. Warte mal. Weil ich mag es immer, Einzelaktien ist immer gut. Es gibt Tausende, ja. Und weil es eben so viele gibt, ist die Suche zwar mühsam. Aber wenn es zum Beispiel in den gängigen Märkten jetzt klassische Aktienindizes, Gold, Öl und so, wenn es nichts zu tun gibt, gerne auch Einzelaktien, aber man halt immer darauf achten muss, gerade wenn man jetzt Intraday handelt, ob denn die Aktie auch die nötige Liquidität bietet, Intraday. Das ist ein wirklich ein wichtiger Aspekt. Ähm, nicht nur, weil man jetzt vielleicht nicht rauskommt oder nicht reinkommt, aber es ist halt sehr schade, wenn man nah am Markt arbeitet und eben Spreads hat oder Konditionen hat. Ja, die an benachteiligen. Da legst eigentlich mehr Geld auf den Tisch, als dass du müsstest. Das ist immer wichtig, ja, bei Einzelaktien. So, und was sehen wir denn bei dem Teil hier? Eigentlich ein Klassiker. Schaut mal, ne? Uh, Aufwärtstrend. Uiuiui. Ui, ui, ui. Abwärtstrend. Oh oh. Aufwärtstrend. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Abwärtstrend. Aha. Aufwärtstrend. Mm, Abwärtstrend. Und ihr glaubt wirklich, dass ich da drin einen Trade mache oder was? <laughs> Ganz ehrlich, wenn er, wenn er das Ding mal anguckt, keine Trendgröße hält. Nichts. Ja? Das bedeutet, ich kann auf dem großen Bild zumindest, kann ich nur kurzen oder etappenweise Trends definieren, die aber meistens schon traditionell bei dem Ding nicht halten. Ja? Das ganz kurz vom großen Bild. Aber wir gehen näher ran. Es muss ja jetzt nicht jeder monatelang lang in dieser Aktie drin sein, wenn er spekulieren will. Es geht ja auch aus der Nähe, dass man es etwas näher oder mit einer begrenzteren Haltedauer anguckt. So, jetzt schauen wir uns das Bild hier an. Und ich bin sicher, es wird vielleicht nicht unbedingt besser, weil das ist doch auch nichts anderes als der Unterbau der Großzusammenfassung. Ist also die Großzusammenfassung schon unterirdisch, ist meistens der Unterbau auch unterirdisch. Wir machen die Analyse. Markttechnik, Grundlagenwissen, Aufwärtstrend, Abwärtstrend. Darf nicht Aufwärtstrend werden, Abwärtstrend. Ui, Aufwärtstrend. Kleinere Abwärtstrendgröße gebrochen. Wenn das Ding weit ausgedehnt ist, von oben noch mal, wäre es eine Idee, short zu kommen. Das ist eine recht riskante Methodik, aber der große Abwärtstrend ist immer noch intakt. Das wäre die eine Möglichkeit bei diesem Papier. Die andere Möglichkeit ist, dass man sagt, okay, ähm, der Aufwärtstrend interessiert mich. Wenn der sich fortsetzt und nicht mit Schmackes nach unten geht, so wie hier, sondern langsam nach unten geht, wäre es eine klassische Korrektur von einem Aufwärtstrend line was sich vielleicht über den Abwärtstrend schieben könnte. Das ist aber Zukunftsmusik, ja, wenn man jetzt viel Geduld hat und das Ding den ganzen Tag oder jeden einzelnen Tag noch mal anguckt, wie es gelaufen ist. Aber ich muss wirklich sagen, wer sagt, vielleicht fast sogar ein markttechnischer versierter Händler, der das Ding sich wünscht, dass hier Wäre das Signal gewesen, was ich nicht genommen hätte, wegen der übergeordneten Trendgröße, was aber auch schon gelaufen ist? Wir sind über den Punkt 2. Ich habe eine eiserne Regel. Ich habe einen Aufwärtstrend, der geht in die Korrektur, jetzt komme ich. Ich habe einen Aufwärtstrend, der steht in Bewegung, jetzt komme ich nicht. Okay? Das heißt, wenn ich mal über den Punkt 2 bin, gehe ich ungern in den Markt. Es sei denn, ich habe ein Papier, was jetzt auf den kleinsten Zeiteinheiten ebenfalls top liquide ist. Jetzt kann ich kleinere Signale handeln mit einem sinnvollen Stop. Bleibe ich auf der Größe, muss ich sagen, ich habe ja nichts mehr zu verlieren. Was soll ich da drin? Entweder warte ich eine Korrektur ab und versuche, dass das Ding mit nach oben gehandelt wird, oder ich mache es, wie ich es gerade eben gesagt habe, sobald stärkere Bewegungen in die Short-Richtung kommen, möglichst von oben, überlege ich mir, ob ich nicht die Zerlegung dieses kleinen korrektiven Aufwärtstrends in Angriff nehmen möchte. Ihr merkt schon, ich rede viel zu lange. Es gibt hier 23 Möglichkeiten, die ich mal alle durch den Kopf gehen lassen kann. Das heißt, die Preisausformung gibt es nicht her. Also ich sage, ich schnalze mit der Zunge. Das ist das Ding, was ich traden muss. Jetzt gilt's. Zack, rein. Habe ich nicht. Deswegen, an der Stelle danke für die Frage. Aber das Ding würde ich mir eine Zeit lang noch angucken, bevor ich was machen würde. Und an der Stelle, liebe Traderinnen und Trader, wenn ich Aktien besprechen soll, ich bespreche die stets aus der Sicht eines Spekulanten, nicht eines Investors. Und zweitens, ich bespreche sie stets aus der Sicht eines Neueinstieges. Also ich weiß jetzt nicht, ob derjenige, der gefragt hat, ob er vielleicht in der Aktie schon drin ist. Ob er hier einen Trade laufen hat oder nicht. Mir geht es immer um den Neueinstieg. Ne? Okay. Jens, dann gebe ich an dich zurück und warte auf den nächsten Markt. Silber auf D1 ja. als Short. Bitte dein Teilnehmer. Okay. Es an. Silber auf DALI. Ihr wisst, ich darf nicht sagen, ja, ist ein Short. Das darf ich so nicht sagen. Das ist ja dann Anlageberatung. Deswegen, ich mache die Analyse ganz normal. Na, gucken wir mal so genau aufs große Bild. Ja. ja, was sehen wir? Ein sehr unruhiges Bild, aber ist normal, würde ich, würd ich sagen. Ja, für, für diesen Markt, ähm, ihr seht hier lange Zeit in den Abwärtstrend. Aber alles sieht aus in die Korrektur. Das hier der Aufwärtstrend rutscht mir viel zu schnell wieder runter. Jetzt haben wir einen Abwärtstrend hier drin. Ne? Auf einem ganz großen Bild. Es wäre jetzt ein Fehler, wenn du sofort einen Short Trade reinhaust, so ähnlich wie ich von dem Dow Jones, wird ne, es die Trendgrößen überspringen. Ähm, weil dieser Abwärtstrend, den wir hier sehen, das Ding, das sieht aus wie einer, der auch schnell wieder hochlaufen kann. Ja, So, wir gehen aber näher ran. Weil es war die Frage auch gewesen auf dem Daily. Ne? So, und da brauche ich ein bisschen auch mehr Historie. Ja, also was derjenige richtig sieht, ist ja der Abwärtstrend. Ne? Das Teil hier. Ich mache es mal so. Jetzt zieht der Markt hoch, geht aber nicht über diesen kleineren Punkt 3 hinweg, ne? geht nicht drüber hinweg, handelt aber hier rum. Ich sage mal so, um einen Short-Trade zu machen, wenn es nicht so einer werden soll wie vorhin im Dow Jones von mir zum Beginn des Webinars, ähm, wäre es eine sehr kluge Vorgehensweise, wenn man hier drin traden will oder muss dass das zumindest mal einen Abwärtstrend zeigt. Ja? Dann hätte ich hier eine Trendlage, die über die größere vielleicht auch noch gedrückt werden kann. Wenn er im Moment short gehen will, steckt er mehr oder weniger in so einem Art Niemandsland. Ja, er hat den kleineren Aufwärtstrend hier schon klar. Ja, guck mal, das ist die Korrektur und hier könnten die Käufer noch mal kommen. Wenn er also short geht, steht er gegen diesen Aufwärtstrend. Wenn er long geht, das ist halt hier die große Problematik, schafft es der Markt anders hoch oder rüber zu gehen, dann hast du den richtigen Trendwechsel drin, ja, aber short im Moment, nochmal, er sollte eine kleinere Signalausformung abwarten. Das wäre, so denke ich, die etwas weniger riskante Methodik und da muss man auch nochmal genau gucken, wie das Signal gestaltet ist. Aber im Moment steht er gegen einen untergeordneten Aufwärtstrend. Das ist das Problem bei dem Ding, wenn du Short gehen willst. Liebe Grüße an diejenigen, der gefragt hat. Ich hoffe, die Analyse war für ihn hilfreich. Okay. Jens, soll ich mal zu den Ölen gehen? Uff, was ist mir aus dem Mund genommen? Öl brennt, wollte ich gerade sagen. <laughs> Wunderbar. Okay. So. Ganz interessant in, in Brands große Bild nochmal habe ich gezeigt. Wir gehen runter auf den Daily Chart. Was hier wirklich ins Auge sticht. Ähm, ich zoome wirklich jetzt weit zusammen. Ne? Wir haben ja gerade auf dem Monatschart ja auch nichts anderes gesehen. Aber dieser ewig dauernde Abwärtstrend. Wirklich. Und schaut doch mal an, wie der gestaltet ist. Ne? Ist aber auch eine Eigenart vom, vom Öl. Das hat selten diese super schönen, top, was er ich, 45 Grad leicht stufig, U mit Henkel-Ausformungen, hat das selten. Hier sind regelmäßige Trendwechsel drin, die aber nicht halten, die über die übergeordnete Trendgröße wieder nach unten gedrückt werden. Und trotz der ganzen Krisenstimmung, die zurecht herrscht in der ganzen Welt, ähm, muss man sagen, ja, der Ölpreis ist gefallen, die ganze Zeit. Das ist ein Abwärtstrend. Ich weiß nicht, wie lange ging denn der? Ja, bestimmt zwei Jahre. Ne? So. Und jetzt kommt hier untergeordnet richtig, wow! Ein Trendwechsel rein, den man selten sieht. Erstens. Das 1, 2, 3 Tief läuft nicht gleich durch, sondern holt nochmal Luft und rennt richtig durch. Echt top. Das ist ein Trendwechsel nach äh, alter Schule. Ja. Das ist ein sogenanntes 1, 2, 3 Tief. Die beste Situation, die du dir als Trader nur wünschen kannst. Ja. Weil jetzt werden alle, die ursprünglich im Markt drin waren, gedreht oder gegrillt. Achtung, ist ein Terminmarkt. Die Terminkontrakte im Öl laufen in der Regel einen Monat. Also, markttechnisch ist da jetzt nicht viel mit, ah, da habe ich einen Hoch vor drei Monaten, da dreht sich jetzt äh, die Orderumkehr richtig rein. Nein, bestimmt nicht. Aber es geht um psychologische Marken. Und nochmal, hier ist ein 1 zu Tief angehen. Und das absolut Enttäuschende bei diesem Markt jetzt ist, dass dieser super schöne Aufwärtstrend so krepiert. Die kleinere Trendgröße hat einen Abwärtstrend. Rutscht also hier durch, macht den Kleinen zunichte. Der große bleibt noch. Das heißt, wenn das Ding runterkommt, kann es gekauft werden. Vorsicht mit zugbeherztem Short gehen. Gleichzeitig frage ich mich aber, wo sind die Käufer? Wo sind die Käufer, die doch hier so wunderbar das ganze Bild verändert haben? Also entweder ist in die Luft ausgegangen, ja, oder jemand drückt von oben kräftig rein. Ich weiß es nicht, ja, aber ich kann sehen, dass hier was nicht in Ordnung ist, hier stimmt was nicht. Wer long gehen will in diesem Markt, weil er sagt, was weiß ich, das muss steigen, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, er sagt, okay, dann tun wir mal so, als ob wir alle davon überzeugt sind, aber dann warte doch zumindest, warte einfach ab, ob du hier unten irgendwo einen Aufwärtstrend siehst. Wenigstens das sollte man abwarten, okay? Wenn der Markt durchrutscht, haben wir hier einen Abwärtstrend drin. Der ist zwar kleiner als der Aufwärtstrend hier, aber ich könnte mir vorstellen, wird es unruhig. Also, lange Rede, kurzer Sinn, hätten wir ein Handelsbüro, wir sitzen zusammen morgens bei einer, beim Kaffee und sagen, okay, welche Märkte sind interessant für Einstiege aus Trendlage, aus Korrektur, frischer Trend, dann sage ich, der nicht. Und genauso ist es leider die Wahrheit. Wartet, dass er einen Aufwärtstrend sieht, dann kann der Markt vielleicht nochmal kommen. Achtung, also von unten raus. Was dann wirklich passen würde, dass er hier eine größere Trendgröße aufzieht, ja. Aber noch ist das Signal nicht da, was dazu notwendig wäre. Alles klar. Danke Jens, ich gebe an dich zurück. Ein Teilnehmer kommentiert noch komisch, dass WTI und Brent gestern sehr unterschiedlich liefen. Vielleicht lohnt es sich mal, WTI ja. im Play anzugucken. Ja. Ähm, an der Stelle, nein, nicht komisch. Es mag ungewöhnlich sein, weil die oft sehr parallel laufen. Aber gerade im, im Verlauf meiner Trading-Karrieren und auch in all den Webinaren, die ich schon gemacht habe, ähm, diese ganzen Korrelationen oder diese ganzen Parallelitäten. Die viele Trader als gegeben erachten. Ich habe das alles schon live sich abkoppeln sehen. Und da darf man auch nicht vergessen, es sind zwei unterschiedliche Ölarten. Sie werden an zwei unterschiedlichen Handelsplätzen gehandelt und sie haben deshalb auch jede Ölsorte ihr eigenes Orderbuch. Und ein Markt mit eigenem Orderbuch macht das, was der Markt macht und nicht, was ein anderer Markt macht. Also ganz wichtig, die Abkoppelung, ganz normaler Bestandteil, die müssen nicht parallel laufen. Im Gegenteil, ja. Okay, aufs große Bild. Wir gucken uns Brand an. Soweit jetzt kein großer Unterschied. Auf dem Daily. Hier der Blick, da sieht man auch, das ist anders gestaltet hier drin. Und zwar, wo wir vorhin ja noch diesen super schönen Trendwechsel gesehen haben, ist hier der Abwärtstrend an der Stelle schon angeknackst worden. Jetzt rutscht der Markt ganz runter, macht sogar nochmal ein tieferes Tief. Und erst hier kommt ein Aufwärtstrend rein. Der durch die Hochpunktüberschreitung, in, äh, sag ich mal, den Abwärtstrend rausnimmt, aber erst hier den Wechsel vollzieht. Erst hier war der Wechsel da. Das, was dann als Korrektur reinkommt, um neu gekauft zu werden, rutscht durch und zerlegt die kleinere Trendgröße und hat jetzt einen richtigen Abwärtstrend auch noch dazu bekommen. Mit Long gehen würde ich hier ebenfalls die Finger davon lassen, außer ich entdecke einen Aufwärtstrend. Und zwar entscheiden gescheiten, ja, hier raus. Wer Short gehen will, weil er sagt, Moment mal, ich habe hier eine Trendlage, die ist auch deutlich zu sehen. Die steht gerade in der Korrektur, sage ich, ja, ja, das ist okay. Ist absolut okay. Aber achtet bitte darauf, die Trendgrößen lassen sich hier ja schlecht genau auseinanderklamüsern. Das heißt, der Markt kommt jetzt schon sehr sägezahnartig daher. Wenn du Short gehen willst, pass auf, nicht, dass der Markt dich ständig rausholt. Das ist das Risiko in dem Ding. Und ich würde deshalb, wenn ich einen Short Trade machen will, weil Long muss ich gerade warten, bis überhaupt was kommt, Short habe ich wenigstens eine Trendlage, würde ich die Sache aus der Nähe angucken wollen. Ne? A, um den Unterbau äh, richtig zu sehen und zweitens, um meine Stop-Abstände ähm, optimal, sage ich mal, auf so ein Marktumfeld ähm, anpassen zu können. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich die Wahl hätte, würde ich diesen Markt nach hinten schieben. Schaut mal, ne? man hat zwar ab und zu diese Läufe, nur hier, das ist ein einziges Totschlagsdingens. Also, Sobald der Markt ein tieferes Tief macht, kommt die Korrektur hoch, wie wenn es keinen Morgen gäbe. Und das bedeutet ja was? Genau, viele Leute kaufen ein. Hier kaufen Leute ein. Nicht nur Spekulanten, auch Leute, die Öl brauchen. Und wenn Öl eben günstiger wird, kaufen die diese Ölsorte günstig ein. Und wenn das viele machen, treibt es den Preis nach oben. Der Spekulant ist derjenige, der guckt. Wie die Preise gestaltet sind, um aufzuspringen oder abzuspringen. Aber die klassischen Marktteilnehmer handeln aus anderen Gründen als wir. Und deswegen fällt es auf, wie ein Markt gestaltet ist. Und hier hast du eben Kaufphasen, die ständig den Abwärtstrend anknacksen oder die Gefahr haben, dass er angeknackst wird. Wenn du in so einem Bereich jetzt short gehst, hast du wirklich ein Problem. Wall of Fears, ständige Gegensignale, komm bitte von den übergeordneten Trendgrößen würde ich diesen Markt versuchen short anzugehen und zwar in diesen Bereichen hier oben. Warum? Ich hätte ein kurzes Risiko, aber ein großes Signal, wenn ich so handeln würde. Hier unten, das würde ich nicht machen. Erst wenn ein Abwärtstrend da ist, dann würde ich versuchen, in diesem Markt entsprechend zu handeln. Und liebe Traderinnen und Trader, wir haben jetzt einige Märkte angeguckt, wo ich überall sage, ich will nicht. Ich habe einen Dow Jones vorhin, einen Dow Jones Trade gemacht, der nicht gut ist von der set up und ich sage immer wieder, ja, das gibt es, 70% der Zeit sind die Märkte in der Korrektur, 30% der Zeit sind sie in der Trendbewegung, 70% der Zeit hast du nichts zu tun. Also ganz normal, was ich hier zeige, viele beschweren sich manchmal und sagen: Oh, der tradet nie, der redet sich raus. Sag ich, nein, ich rede mich nicht raus, aber ich bin nicht dumm. Die Zeiten, wo ich her bin und jeden Trade machen wollt, nur damit getradet ist, sind vorbei. Ich will mein Geld auf den Tisch legen, wenn ich wirklich sage: Okay, die Wahrscheinlichkeit spricht gerade zu mir in freundlichen Worten, weil ich merke, das stresst mich weniger und es tut meinem Konto besser. Okay, Jens, beide Öle haben wir besprochen. Wo jagst du mich als nächstes hin? Es gibt noch eine Frage eines Teilnehmers, was ja. mehr gehandelt ist. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht, aber ich vermute ja. ganz stark, dass WTI viel mehr gehandelt wird. Grundsätzlich sind einfach zwei unterschiedliche Sorten. Brennt ist eher die europäische Sorte, genau. WTI äh, die amerikanische. Ich müsste jetzt auch googeln, aber wahrscheinlich ist WTI weitaus stärker gehandelt. So, wir haben noch Mercedes als Wunsch, ehemals Daimler. Ah, ja, sehr gern, natürlich. Wartet, so, mal sehen. Ich sage immer noch Daimler, ja. Wurde ich angesprochen auf der World of Trading, hat jemand gesagt, ah, Sie sind schon älter, gell? Sie sagen noch Daimler, sage ich, ja. Okay, lass mal sehen. Wo ist sie? Na, komm schon. So. Automobilwert und wir gehen auf die ganz große Historie. Ja, wo sind wir hier bei dem Teil? Wir sehen, ne? auch wiederum der Abwärtstrend hier drüben, verschiedene Größen, recht gut gestaltet, ausgedehnte Bewegung. Jetzt kommt die Korrektur hoch, schaut mal, ne? das, was ich im Dow Jones versuch also nicht richtig klappen will, dass er hier nochmal runter geht und stattdessen rum wird er gekauft. Der erste Aufwärtstrend, ganz kleiner, schiebt sich aber über wichtige Korrekturhochs. Der Run. Da habe ich damals, einen Freund von mir sogar war da unten dabei, ist aber ausgestiegen, hat sich dann später in einen Körperteil gebissen vor lauter Ärger. Da muss ich sagen, ja, ist verständlich, aber Reversals und Vs sind meistens schwer zu erwischen. Vor allem, weil sie eben nicht unbedingt die großen Wiedereinstiegsmöglichkeiten, soll ich mal bieten, aber wir erkennen hier Aufwärtstrend, da kam der erste Bruch, jetzt kommt ein Abwärtstrend, wir haben wieder, was ist das, einen neuen Aufwärtstrend, einen kleineren, wir haben wieder einen Abwärtstrend. Auch das Ding. Also nochmal, der, der Run ist vorbei. Im Moment, der Markt stellt sich breit auf. Wir haben höhere Hochs teilweise, tiefere Tiefs gleichzeitig. Wartet man nicht, dass ich was Falsches sage. Moment. hier, nein, wir haben tiefere äh, Hochs und höhere Tiefs. Viele sagen, oh, ist eine Raute oder wie immer, dafür ist es viel zu früh. Lange Rede, ich, kurzer Sinn. Das Ding sieht nicht sehr einheitlich aus. Ist aber nicht schlimm. Kommt ja immer darauf an, wie man jetzt mit dem Ding rumhandeln möchte. Aber ich halte fest, ich habe hier einen Abwärtstrend, einen kleineren, der allerdings jetzt zwei Möglichkeiten bietet. Zum einen eine Korrektur, die dann durchrutscht. Da habe ich hier einen Punkt 2 und da. Das wäre cool. Gleichzeitig erkenne ich aber auch, dass das Ding gestaltet ist, wie der Aufbau von vielleicht einem größeren Aufwärtstrend. Also wird es interessant hier unten zu gucken, was die Korrektur macht. Und wenn jetzt da steigende Kurse zu sehen sind, die mit Brachialgewalt Gewalt nach oben jagen, dann würde ich ungern Short gehen wollen. Dann würde ich also diese kleinere Abwärtstrendlage nicht als die unbedingt meine erachten, die ich nehmen will. So, und jetzt gehen wir näher ran und gucken uns es in Ruhe an. So, sehen wir brachiale Kaufbewegungen? Hm, na ja, Jens, siehst du welche? <lacht> <lacht> um. Also, ne, sag es ruhig, sag es ruhig jetzt. <laughs> Nein, nichts, wir, sehe nichts. Genau. Wir sehen eine hammerharte Ausdehnung ne, von einem Abwärtstrend. Mama kann es erkennen, es gibt auch im Aufwärtstrend, dass einer so der Herz und irgendwann so richtig ne, nach oben loslegt. Der Charakter bleibt aber erhalten. Wir haben eine ausgedehnte Abwärtstrendbewegung. Hier, ne, also es ist wirklich ausgedehnt. Sogar die Bewegung per Lücke, ja, da ging es recht schnell. Und was gerade unten da so ganz nett und grün sagt, oh, ich bin auch noch da, ist im Moment nur eines, eine Korrektur. Wenn die langsam und zögerlich läuft, kann man gern versuchen, wie gerade eben besprochen, das Ding short zu nehmen. Das wäre natürlich top, wenn die Korrektur möglichst in die höheren Bereiche zurückläuft, damit das Top vielleicht hier in diesem Bereich liegt. Ja? Dann hättest du, wenn die wirklich hochkommt und dann noch nochmal richtig gedrückt wird, hättest du ein kleines Risiko, einen tollen Ertrag. Das ist die eine Möglichkeit. Für die geduldigen Naturen. Wer long gehen will, und das machen viele Trader, machen das gerne. Das Tieffischen. Ne? Also sprich, oh, komm, ich gehe mal long, lege einen Stop da drunter. Wenn es mich rausholt, ist nicht viel verloren. Aber wenn das Ding richtig läuft, ah, da mache ich ja den Trade meines Lebens. Sag ich, jo. Das sind so diese Hoch- und Tieffischen, die Hoch- und Tiefseefischerei, sage ich immer dazu. Wenn die klappt, Fühlt sich natürlich wie ein König, aber Achtung, ne, kannst da ständig rausgeholt werden. Ich würde Folgendes vorschlagen. Entweder wir warten auf ein Wechselsignal am um Long zu gehen. Und auch da ist es wichtig, ob das deutlich ist ob, und nicht vom Abwärtstrend zerlegt wird. Wer Short gehen will, sollte die Korrektur abwarten, damit sie deutlich wird. Ja. Aber für einen Short Trade definitiv auf die Wiedervorlageliste, immer mal wieder reingucken, wie die Korrektur läuft. Das ist ja schon interessant hier. Okay, das von meiner Seite zu Mercedes. Platin ja. bitte. Okay, ich muss ein bisschen Platz machen. So, Platinum. So genau. Aber vor einiger Zeit, ist es schon länger her, glaube ich, hatten wir das auch mal besprochen. So, aufs große Bild, wir haben es gezeigt, auf dem Daily. Was sehen wir denn? Ja, das ähm, ist so, ich, ich weiß nicht, an was mich das erinnert. So. Wupp, wupp, wupp. <laughs> ähm, also, es ist ein Abwärtstrend nach wie vor. Das hier, dieser Aufwärtstrend, ist die Korrektur. Vorsicht. Geht hier, die, also, wir haben einen Abwärtstrend, der ist intakt. Wir haben einen kleineren Aufwärtstrend, der ist intakt. Ist jetzt nach oben geschossen und dreht gerade in die Korrektur. Wer long geht und diese Trendgröße für sich nutzen will, ja, sollte gucken, ob er vielleicht untergeordnet ein nettes Signal findet. Wer Short gehen will oder sagt, Moment mal, die Trendgröße ist viel dominanter als die da. Ja, der kommt im Moment ein bisschen zu spät, denke ich. Ich würde jetzt hier an der Stelle, würde ich ungern Short gehen, weil ich halt gegen den untergeordneten Aufwärtstrend stehe, der das Potenzial besitzt, hier vielleicht doch ein richtiger Aufwärtstrend zu werden, wenn er das Korrekturhoch hier überschreitet. Ne? Ein Blick aus der Nähe bei dem Ding. Ich würde es auf der Trendgröße ungern handeln. Ja, Gucken wir uns an auf der Stunde. Ja, nein, ich würde nicht long gehen wollen, würde ich nicht machen wollen. Außerdem bitte beachtet mal den Spread, das macht gar keinen Sinn. Wir bleiben gleich auf dem Daily. Und sogar in diesem Bereich ähm, habe ich eine Spreadlage, wo ich mir wirklich überlegen muss, ob ich bescheuert bin, hier einen Trade zu machen und ob ich das wirklich, sage ich mal, als Trader hier durchführen möchte, weil mit sinnvoller Stoppsetzung kannst du hier überhaupt nicht arbeiten. Ja? Also der Markt hat an den Verkaufspreisdifferenzen, die sind extremst heftig. Und dafür ist mir dann die Trendlage wirklich nicht rein genug, als dass ich sage, da mache ich jetzt aber sofort einen Trade. Ja? Achtet bitte auf solche Dinge. Da kann der Broker nichts dafür, sondern die Märkte. In den, in den börsen das underlying für die cfds haben unterschiedliche liquiditätsstrukturen wir haben es gerade gesehen ähnlich wie die öle die sind auch unterschiedlich stark frequentiert im handel und so kommen eben die anderen verkaufspreisdifferenzen zustande die für uns trader von immenser wichtigkeit sind erstens einmal wenn du eine vielzahl von trades hast ist es halt recht teuer für dich und zweitens noch viel viel wichtiger die Stoppführung äh, wird oft torpediert, wenn ein Markt zu weite Spreads hat. Nochmal, das ist nicht vom Broker ausgemacht, das ist der Markt, ja, der diese Liquiditätsstruktur eben dann aufweist. Und somit hast du automatisch ein Problem. Wenn du jetzt aus der Nähe handeln willst, geht das gar nicht mehr, weil du oft genug innerhalb des Spreads legst. Und wenn du jetzt ausweitest auf höhere Zahlen, dann nimm aber auch die richtigen. Und das wären die richtigen, deutlichen Hochs und Tiefs, die hier zu sehen sind und die auch bitte nur mit Abstand. Der Markt ist extrem negativ zu traden, ja. Deswegen von meiner Seite weder Empfehlung noch sonst was können wir denn einfach zur Seite tun. Liebe Grüße an den Fragesteller. Ähm, ja, ich hoffe, er ist dennoch mit meiner Antwort zufrieden. Okay. Nvidia ist der nächste Mundschlag zur Analyse, bitte. Nvidia. Okay. Ja, als großer Gaming-Fan liebe ich natürlich Nvidia. Um, mal. So. Viele Aktien sind echt gelaufen ohne Ende. Und nur weil etwas gelaufen ist, heißt es ja nicht automatisch, dass es jetzt so weitergehen muss. Ne? Und bei Nvidia ist zum Beispiel ein, ein Klassiker zu beobachten. Ich gehe mal aufs große Bild. Wenn wir wirklich auf der höchsten Trendgröße sind, dann ist es die da. Ne? Ein gigantischer Aufwärtstrend. Lieber Gott, schaut euch das mal an. Ne? Also keine Zwischenkorrektur. Über Monate hinweg, aber jetzt kommt die Korrektur. Und natürlich ist es perfekt, einen Trend aus der Korrektur heraus wieder neu zu handeln. Denn die Korrektur bietet mir, wenn es gut geht, die Strecke bis zum Punkt 2 und mit etwas Glück über dem Punkt 2 mit einem in der Regel weit günstigeren Risiko, also nicht da oben irgendwie reinspringe. Das heißt, wir haben auf der höchsten Trendgröße. Eine absolut interessante Preisausformung der Theorie nach. Der Theorie nach. Also sofort rein. Nein, mach das nicht. Wir müssen die Korrektur genau betrachten. Und die beginnt hier schon bei der grünen Kerze auch. Das ist heftig da drin. Das heißt, wenn ich jetzt long gehe, weil ich sage, die Korrektur ist da, hurra, hurra, wo kommt der Stop hin? Das ist noch kein deutliches Tief. Der Monat hat doch nicht geschlossen hier. Also müsst ihr runter bei Ausführung Trendhandel. Bin ich im Bewegungshandel, müsste er, lasst mich nicht, dass ich was Falsches sage, müsste er hierhin. Und da kann ich mir halt vorstellen, die Korrektur im Moment, die kann er noch weiter runterrutschen. Die beste Stelle wäre hier, auf Höhe des Punktes 2, dass das Ding nicht steil kommt, sondern dass es langsamer kommt. So, das war jetzt auf dem Monatschart abstrakte Kunst von meiner Seite mit viel Zukunftsmusik. Und jetzt ein Blick auf den Daily. Wollen wir doch mal den Charakter des Marktes genauer betrachten. Und das hat zum Beispiel einen Charakter, wo ich sage, wenn ein Trader nur einen Funken von Ahnung hat, nur einen Funken von Ahnung hat, wird er diese Aktie links liegen lassen. Weil die Zeit von schönen Anstiegen ist doch sowas von vorbei. Schaut mal, ne? Jetzt geht die Geschichte los. Und die Tiefs werden krissen und ein kleinerer Abwärtstrend ist schon da. Aber richtig rennen will er nicht. Sobald er an den Tiefpunkt kommt, oh, kommen gleich wieder die Käufer rein. Ist der typische Hickhack. Viele kaufen rein, weil es günstiger geworden ist und weil sie sagen, hat noch Potenzial weiterzugehen. Viele kommen dann Short, werden gegrillt und die, die Long gehen, werden in der Mitte meistens gegrillt. Das ist keine Setup-Lage. Das ist ein einziger Krampf. Nein, nicht Nvidia ist ein Krampf, sondern die derzeitige Preisausformung ist ein Krampf ich entdecke da drin nichts, ich kann würde ich nicht mit gutem Gewissen, das will ich in meinen Webinaren haben, dass also ich eine gewisse Ästhetik in meiner Arbeit immer noch habe, dann muss ich sagen, was, was soll ich da drin? Was soll ich da drin? Ohne Witz, ja. Ich meine das ist gar nicht böse, aber ich meine es in der Deutlichkeit, damit ihr mir da draußen wach bleibt, bei einer Analyse nach der anderen ohne Auflockerung und dass ihr mal wieder aufwacht, weil das Ding, die Party ist vorbei, schaut doch mal, ne. Erst steigen wir an, jetzt gehen wir in die Breite und jetzt verkämpfen wir uns da drin. Entweder bist du von unten dabei oder bei einem Zwischensignal nochmal dabei. Und je höher das Ding kommt, desto schneller gehst du raus. Aber hier kämpfen wir doch bitte nicht mehr mit Einstiege rum. Und wenn das Ding so aussieht, dann warten wir auf die Korrektur und kommen von oben rein. Aber hier, da gibt es für mich nichts zu tun. Okay? Und wenn jetzt jemand sagt, ja, aber übermorgen, der Markt ist gestiegen, sage ich, ja, interessiert mich doch nicht. Ich habe hier auf dem Daily hier nichts zu tun. Es bleibt dabei. Es bleibt einfach dabei. Wenn ich nah rangehen will, um kurze Schübe über Vortageshochs zu handeln, ist eine ganz andere Analyse notwendig und eine ganz andere Ausrichtung. Und sogar hier an der Stelle würde ich sagen, mache ich keinen Long Trade mehr. Ich brauche einen Trend und ich habe keinen. Ich habe nicht mal einen Trendbruch, ich habe nur einen Anstieg hier unten. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist nichts. Wer die Aktie denn noch liebt, nehmt sie euch auf wieder Vorlage. Sobald ein einen gescheiten Trend seht, von unten raus kann man drüber nachdenken. Oder wenn die Aktie weiter steigt und von oben nochmal mit dem Abwärtstrend gedrückt wird, dann wird die interessant. Alles da. Jens, ich gebe an dich zurück. So, wir haben ein paar Minuten länger gemacht, weil wir ein paar technische Probleme hatten. Damit ja, ja. Hoffentlich hat geholfen. Sorry nochmal dafür. Manchmal steckt mal der Technik nicht drin. Nächste Woche neue Chance, neues Glück. Jeden Mittwoch 15 Uhr. Wenn Sie es nochmal anschauen möchten, ein bisschen später die Aufzeichnung bei YouTube schon verfügbar. Und wenn Sie uns sehen bei YouTube, danke für eine Reaktion. Daumen hoch, wenn es Ihnen gefallen hat. Daumen runter, wenn nicht. Und auch ein Kommentar immer sehr gern möglich. Ja. Freue mich, wenn Sie es machen. Also gerne Daumen hoch oder ein Kommentar. Es äh, gibt noch viele weitere Webinare von uns. Immer schon um 8.15 Uhr. Guten Morgen Börse, auch da gerne mal reinhören, wenn Sie möchten. Ab morgen gibt es einen neuen Service, hoffentlich klappt alles, morgen ist Premiere. Der Morgenticker, der wird dann am Morgen auch als YouTube-Podcast verfügbar sein, dass Sie immer schon vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder sonst irgendwie es anhören können, nicht nur lesen. Also, wir erweitern immer unseren Service, vielleicht waren Sie letzte Woche dabei, es wird auch bald dann in drei, vier Wochen dann die es Webinare geben, da sind wir gerade schon in Planungen, Vorbereitungen. Also sind hier richtig bei der Nummer eins. Wir bleiben nicht stehen. Wir werden jeden Tag ein Stückchen besser. Hoffentlich merken Sie es auch und nicht nur wir. In diesem Sinne, Schlusswort hat der Jochen. Danke Jens für die Co-Moderation. Dankeschön auch an Sie, liebe Traderinnen und Trader für die vielen Eingaben, die ich auch gern bespreche. Und ja, Sie merken, ich bin Mama Pinzig. Und wo habe ich das gelernt? Bei solchen Trades wie hier. Ne? Wie, wie gesagt, am Anfang des Webinares keine richtige Trendlage im Rücken, aber Short gehen übers übergeordnete Bild. Ich bin gleich fertig, Jens. Hier ist das übergeordnete Bild. Man sieht, der Markt drückt nach oben. Untergeordnet habe ich einen aufwärts. Ich stehe also gegen den Aufwärtstrend. Deswegen meinte ich vorhin, die Stop-Logik, die hier greifen muss, ist eine andere. Das ist eine klassische, klassische Stelle, wo viele Trader einzahlen und oft nicht verstehen, warum. Deswegen ist es gut, dass Sie das sehen können. Nochmal, ich kann im Vorfeld nie wissen, wenn der Trade jetzt nach unten laufen wäre, wie, wie sonst nochmal würde ich sagen, ich bin der Größte, ich es kommen sehen. Nein, ich stehe gegen eine Trendlage und das soll der Beweis sein. Wenn man das einfach mal weglässt, dass man gegen eine Trendlage steht und immer nur mit einem Trend im Rücken arbeitet, machen Sie die meist besseren Trades. In diesem Sinn freue mich auf nächsten Mittwoch. Ganz, ganz viel Erfolg und eine ruhige Hand. Tschüss miteinander, danke, gell?